Damit wieder recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Projekt von uns. Der Stevie kam auf die glorreiche Idee zu sagen, hey Benny, du hast Outlast gespielt, wie sieht's aus? Willst du nicht das DLC Outlast Whistleblowers vielleicht noch mit hinten ranhängen? Ja, da denke ich mir, Judy, okay, wie ihr seht, Outlast läuft gerade und wir wollen auch gar nicht lange quatschen, sondern werden direkt mit dem neuen Spiel anfangen und werden mal hier in Whistleblowers reingucken. But open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here. Let me help. Andrew? You getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. What do we hope? They're not happy about it? No. Shit. Shit, shit, shit. Come on. Okay, also wir sind jetzt hier anscheinend der Typ, der die E-Mail verfasst hat zu dem Reporter. Und die Anfangssequenz war ja mal... Alter, was war das denn für ein Arzt? Ja, du musst deine Augen öffnen. Du musst zwar nicht wach sein, aber öffne deine Augen. Und dann leckt er mir durchs Gesicht. Was ist denn mit ihm verkehrt? Also, dann werden wir gleich mal gucken, was jetzt hier noch so Phase ist. Und was willst du jetzt hier? Ich bin hier im Serverraum und beziehungsweise ja, hier so ne, in meiner kleinen Nische und möchte einfach nur meine Arbeit abgeben. Mark. Park? They've paged for you three times already. There's something urgent at the engine. Aha. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software guy. Ja und? Was darf ich nicht hier hinten? Guck mal, hier hinten sind die Serverräume. Sag mal, was ist denn dein Problem? Ich bin der Software-Typ und muss hier... Oh, die Tür zu erstmal hier. Oh, das geht dich hier ja nichts an, Freundchen. Oh, ist ja mit dir verkehrt hier, ja? Nee. Ja. Wayland Park. Also, wir sind hier anscheinend Mitarbeiter der Nervenheilanstalt. Ja, ist ja gut, Alter. Wir spielen anscheinend Wayland Park und müssen jetzt erstmal zu unserer Haupt... Wayland Park, genau. Was ist denn mit dir los, Alter? Wir sind dieser Wayland Park, haben eine Mail verfasst an den Reporter und müssen jetzt erstmal noch irgendwie was reparieren. Und sind hier anscheinend mittendrin statt nur dabei. So. Christ, Waylon, hurry up, they're waiting on you. Ja, ist ja gut, Alter. Beruhigt euch doch mal, ey. Also. Ja, sie sind spät dran. Ja, okay. Nächster Patient ist schon auf dem Weg und ja, ist okay. Okay, ich muss hier wahrscheinlich hin. Page him again. We need this park guy in here now. Tell me he's got 15 seconds to keep his job. Christ. Alter, bist du der Typ, der mir durchs Gesicht geleckt hat? Darf ich dir... Naja, egal. Was kann ich denn jetzt hier mitnehmen? Finally. Where have you been? Park, finally. Functional imaging interface isn't talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I can call into the chamber. Ist okay. Also... No,
Was gehen wir denn hier so schön rein? Ja, okay, also wir kümmern uns jetzt darum, dass hier dieser Error-Code wieder weg ist. Ich höre dem Typen überhaupt gar nicht zu, die labern mir jetzt gerade schon, jetzt schon viel zu viel. Ja? So, was können wir jetzt hier machen? Ja, kann ich hier irgendwie... Steve? FMRI is still dark. You're it's just still dark. Mr. Wayland Park, which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. No, no, not again. No, no. Jack Moody, Fox. Uh-huh. Calm yourself. This is a high security... It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. It will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4. 3. Arterial spin labeling is back online. Good thing. Positioning imaging. Alter, was ist You're denn, finished, was macht... Mr. Wayland Park. Was macht leave. Ihr? Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Zieh, geh zurück in dein Büro. Darf ich... Kann ich... irgendwas mit dir machen? Also, ich würde gerne dir... You're done here, Mr. Park. Thank you and goodbye. Ja, sehr gut, okay. Beruhigen Sie sich. Wir müssen hier rumverlassen. So, jetzt war ich kurz da, um irgendwas zu fixen und muss mich jetzt wieder verdüdisieren, weil zu große Sicherheitsstufe. Jo, dann gehen wir mal zurück wieder in mein Office. Wo ist mein Office? Also ist mein Office da hinten der Raum gewesen? Also ich habe damit jetzt kein Problem, da wieder zurückzugehen, wa? Also einfach hier rein und zu sagen so, okay, es ist zwar ein sehr dreckiges Office. Wenn das mein Büro ist, ganz ehrlich, ey, Freunde, na, machen wir erstmal die Tür zu. Lasst mich hier in Ruhe. Kann ich jetzt wieder an mein... Alter! Alter! Mr. Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Ja, damit sind wir bei Whistleblower. Hallo. Ich finde die Firma schon mal sehr sympathisch. Die Murkoff Corporation ist nice. Hallo? Okay, ich krieg anscheinend so eine Art Gehirnwäsche. I think. Und wird jetzt befreit? Okay, nice. Kann ich jetzt aufstehen? Was ist los? Warum ist jetzt auf einmal so dunkel? Hallo? Hä, wo bin ich? Was passiert mit mir? Nimm das. Nimm die Cam. Nimm sie. Oi, der da drüben hatte keinen Spaß gehabt. Was ist hier? Kann ich hier nochmal ganz kurz warten? Sollte ich sterben?
Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe herholen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht konnte, die Wahrheit zeigen. Lisa, Baby, es tut mir so leid. Ich hab's verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige, aber ich hab sowas von verkackt. Okay, dann haben wir schon mal verkackt. I'll open you up. Open you up and show you. What? Kann ich hier raus? Nice! Danke! Hallo! Und danke! Okay, kann ich hier irgendwas... Also hier haben wir Batteries. Ja, zum Reloaden machen wir R. Okay. Alter, was ist denn... Bin ich jetzt auch so ein crazy Typ wie der Typ, der mich gerade rausgelassen hat? Also wie er hier? Hallo? Du bist... Du siehst nicht sehr gesund aus, aber ich danke dir fürs Rauslassen. Okay, hier geht's weiter. Alter, was ist denn... What? Wir machen mal erstmal die Tür zu. Also unser Auftrag ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, was unser Auftrag sein soll. Wir wurden hier verschleppt, waren vorher Mitarbeiter, Softwareprogrammierer und sind jetzt Patient auf irgendeiner Art freiwilligen Basis. Was ist da los? Ja, Freunde, seht ihr? Das passiert, wenn ihr so eine Scheiße baut mit den Leuten. Dass die sich dann irgendwann wehren, ist ja wohl... You! No service! Come here! Okay, also wenn es darum geht, hier die Leute ein bisschen hops zu nehmen. Alter, was ist denn? Was passiert hier? Gib mir mal die Batterie. Hier ist einer reingerannt. Mach mal auf. Okay. Kann ich nicht. Er hat sich eingeschlossen. So, hier kann ich rein. Zu den Jungs. War doch so, oder? Hallo, Boys. Ja. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Okay. Ja, ist ja gut, 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 ist ja gut. I'm Fuck, I'm trying to go. Was ist denn das Problem? Warum? Kletter hoch, kletter hier rein. Was ist denn dein Problem gewesen? Ich war doch. Ich bin doch einer von euch. Bad idea. We get out of here through reception and then Merc Tactical will clean it up. If they get here in time, we need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here with it. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkoff has it under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. Okay, warte mal, wir haben hier wieder eine neue Notiz. Also, es gibt ein Funkgerät im Gefängnis. Kurzwelle. Sollte es Saft haben, dann bringe ich es zum Laufen, dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität, wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkoff ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Stabilität, um deines Willens, Lisa, und für die Jungs. Ich hätte Murkoff bloßstellen sollen, zeigen sollen, was sie der Welt antut. Ich hätte es jedem und allen zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben. Nicht, bevor ich das Funkgerät erreiche.
Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt. Zu gefährlich. Okidoki, du bist hier und chillst alles ab. Hier gibt's... wieder was zum Bewegen. Und wir müssen erstmal zumindest... Möchtest du mir helfen? Gegen die beiden da draußen? Hallo? Hallo? Nee, du möchtest mir anscheinend dann nicht helfen. Schade. Ich hätte mich jetzt gefreut über deine Hilfe. Soll ich so wie das? Was war das? Okay. Also das Game schmeißt sich auf jeden Fall direkt rein. Direkt in Action. Alter, was ist denn jetzt los? Gut, dann rennen wir hier lang. Nee, da lang kann ich nicht. Scheiße. Also ich muss hier lang. Hier komme ich nicht durch. Hier kriegt er einen Anfall. Hier komme ich nicht rein. Okay. Also wir sind ja, wie gesagt, Softwareentwickler und sind jetzt selber anscheinend Patient. Und I'm a doctor. I need to get hold of my... You're not security. I was... I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. We can get out of here together. Du siehst mir nicht nach einem Patient aus. Du siehst mir eher nach einem Doktor aus, der Scheiße gebaut hat. Irgendwie habe ich gar keine Lust, jetzt den Knopf da zu drücken, Freundchen. Warum sollte ich dich rauslassen? Also, eigentlich nö. Aber wir müssen es anscheinend. Scheiße. Hehehe. Arzt! Mein Arzt! Ja! Das passiert. Bin ich jetzt auch, also, ne? Als Arzt? Egal. Ich habe noch nie einen Mann sterben sehen, habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sarges gesehen. Dutzende heute, ermordet oder schlimmer. Ich habe einem Mann in die Augen geschaut, als ein anderer ihn in Stücke riss. Behauptete, er sei ein Arzt, doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gesteckt haben und änderte seine Geschichte, sagte, er sei ein Patient. Er hätte entweder oder sein können. Sie sind alle verrückt, alle krank. Es gibt keine richtigen Unterschiede zwischen ihnen mehr. Die Therapie bereitet sich aus. Und was bin ich? Ich sah dem Mann beim Sterben zu und dachte nur, ich bin es nicht. Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann. Ich will nicht ermordet werden. Ja. Kann ich nachvollziehen. Aber, sind wir mal ehrlich, die Ärzte hätten ja auch mal sagen können, nö. Also, nö im Sinne von, sie machen jetzt mal nicht das, was Murkoff ihm vorschreibt. Alter, was ist denn jetzt hier los? Bin ich jetzt hier irgendwer verfolgt? Ihmchen hat mich verfolgt anscheinend, okay. Will ich ihn hier noch hier mir grabbeln? Komm her, du. Du. Arzt, du. Okay, ihr seht alle... Alter, das sieht alles nicht mehr so nice aus. Ja, lass uns doch mal ein Dokument uns durchlesen. Waylon Parks Rücktritt. Von Blair Murkoff. An Grant. Betrifft Rücktritt aufgrund mentaler Gesundheit. CC88208. Mr. Grant, es ist möglich, dass ihr in den nächsten Wochen von einer Miss Lisa Park aus Lidley Co. kontaktiert werden, welche um einige Informationen über den Rücktritt und die Einweisung ihres Ehemanns Waylon bitten wird. In diesem Fall leiten Sie diese Bitte an mich persönlich weiter. Mr. Park, voriger Beratervertrag 8208, trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten psychischen Krankheit zurück. Ich habe Mrs. Lisa Park und ihre Söhne persönlich besucht und habe ihnen diese Informationen mitgeteilt. Natürlich mit dem Hoffnungsschimmer, dass Murkoff Psychiatric großzügigerweise die Behandlung übernimmt. Miss Park hatte einige wenige freundliche Worte über mich und über die Murkoff Corporation zu sagen. Und ich versicherte ihr, dass sie mit einer Handlungsvollmacht die Diagnose des Arztes, die Krankheit ihres Mannes betreffend, anfechten könne. Würde dann allerdings aufgedeckt, dass er unter Vorspielung falscher Tatsachen zurückgetreten sei. Dann würde die Krankenversicherung aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verachtenden Summe Schulden auseinandersetzen. Ich hoffe, sie hat
verstanden. Sollte sie allerdings darauf bestehen, zu einer Plage zu werden, oder sollte sie versuchen, mich zu umgehen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich möchte mich um diesen Fall persönlich kümmern. Mit freundlichen Grüßen, Jeremy Blair. Ja, Jeremy, du bist der nette Dude, der bei mir wahrscheinlich an meinem PC rumgesneakt hat. Dich mag ich nicht, um es mal deutlich zu sagen.